bestimmt, war das einfach klar, dass wir immer mit in der Woche einen LSD-Trip eingeworfen haben. Das hat dann dazu gehört zu uns, weißt, für die Wahrheitsfindung. Und hat man das Gefühl, wir sind gegen den Jimi Hendrix selber. Und wenn man es am nächsten Tag hört, ist es irgendwie nervös. Ich habe gejuffelte Sachen oder so. Dann denkst du, nein, es ist es nicht. Ein Joint dazu. Und heute sind wir halt einfach der übrig geblieben. Heute sind wir, was sind übrig geblieben? That's the real shit. Um das geht. Es geht um Stimmungen, es geht um Vibrationen, es geht um Emotionen, es geht nicht um einen Stil. Das ist Musik für mich. Ich will spielen und singen. Bye.